Willkommen zurück. In diesem Video geht es um die sogenannten Arcus-Funktionen. Das sind die Umkehrfunktionen von den Winkelfunktionen, also vom Sinus, vom Cosinus und vom Tangens. Du solltest also die Definitionen der Winkelfunktionen bereits kennen. Also, Sinus ist gleich die Gegenkathete durch die Hypotenuse, der Cosinus ist gleich die Ankathete durch die Hypotenuse und der Tangens ist gleich der Gegenkathete durch die Ankathete. Erinnere dich außerdem daran, dass in ähnlichen Dreiecken die Seitenlängenverhältnisse gleich sind. Wenn du das wiederholen magst, dann schau dir nochmal die Kastel weiter oben am Arbeitsblatt an. Ich habe zu allen auch schon ein Video gemacht. Deine Ziele für dieses Video sind, die Winkelfunktionen am Einheitskreis kennenzulernen. Außerdem wollen wir den Wertebereich vom Sinus und vom Cosinus bestimmen, also insbesondere, was ist der größtmögliche bzw. der kleinstmögliche Wert? Und wie schon erwähnt, wirst du die Umkehrbarkeit der Winkelfunktionen kennenlernen. Wir widmen uns in diesem Video dem Kastel Arcus-Funktion. In der Abbildung ganz links sehen wir einen Viertelkreisbogen mit dem Radius 1. Je nachdem, wie groß der eingezeichnete Winkel Alpha ist, liegt der Punkt P weiter oben oder weiter unten auf diesem Viertelkreisbogen. Der Punkt P hat natürlich, so wie jeder Punkt in der Ebene, eine x-Koordinate und eine y-Koordinate. Na gut, wie kann man die y-Koordinate berechnen, wenn man Alpha kennt? Das ist ja genau der erste Arbeitsauftrag in diesem Kastel. Ich gebe dir 3 Sekunden Zeit, um das Video zu passieren. Man kann hier ein rechtwinkliges Dreieck erkennen, wobei die beiden Kathetenlängen genau den Koordinaten von P entsprechen. Also diese Seite ist xP lang und diese yP. Erinnere dich an die Definition vom Sinus. Gegenkathete durch Hypotenuse. Der Sinus von Alpha ist daher yp, also die Gegenkathete, dividiert durch 1. Egal, wo der Punkt P am Viertelkreis liegt, die Hypotenuse entspricht ja immer dem Radius. Und der Radius ist ja überall gleich, ja, nämlich 1. Na, und wenn wir die Gegenkathete, also yp, durch 1 dividieren, dann erhalten wir ja genau yp. Irgendwas geteilt durch 1 ist dieses Irgendwas. Oder anders hingeschrieben, yp ist gleich Sinus von Alpha. Übrigens, der Cosinus von Alpha entspricht genau der x-Koordinate von p. So, welche Werte kann der Sinus von Alpha jetzt annehmen? Beantwort die Frage 2 in dem Kastel. Wie immer gebe ich dir 3 Sekunden Zeit zum Passieren. Erinnere dich dran, wenn ein rechtwinkliges Dreieck einen gewissen Winkel Alpha hat, dann kann ich es so zusammenstauchen oder ausdehnen, dass die Hypotenuse genau die Länge 1 hat. Die Größe von dem Dreieck verändert sich dann natürlich, aber die Verhältnisse zwischen den Seitenlängen, die nicht. Es handelt sich ja um ähnliche Dreiecke. Es kann uns also niemand daran hindern, eben das rechtwinklige Dreieck mit einem gewissen Winkel Alpha zu betrachten, das genau die Hypotenuse 1 hat. Der Wert von den Winkelfunktionen hängt ja nicht von der Größe von dem Dreieck ab. Es hängt ja nur von den Seitenverhältnissen ab. Und die hängen wiederum nur vom Winkel ab. Also nehmen wir auch das, wo wir die Werte leicht ablesen können, nämlich das mit Hypotenuse 1. Der Sinus von Alpha entspricht, wie wir gerade gesehen haben, der y-Koordinate von Punkt P am Viertelkreisbogen mit dem Radius 1. Da der Punkt P auf diesem Viertelkreisbogen liegen muss, kann er nie eine y-Koordinate von mehr als 1 oder von weniger als 0 haben. Für spitze Winkel ist der Sinus
also größer als 0, aber kleiner als 1. Das ergibt ja auch Sinn, wenn wir uns daran erinnern, dass der Sinus das Verhältnis aus einer Kathete und einer Hypotenuse ist. Und der Hypotenuse eigentlich, es gibt ja nur eine. Die Hypotenuse ist ja die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck. Also ist sie immer länger als die Kathete. Kathete geteilt durch Hypotenuse ist daher immer kleiner als 1. Ja, Kathete geteilt durch was Größeres muss kleiner als 1 sein. Es muss aber auch größer als 0 sein, weil es ist beides positiv. Und, naja, 0 kann es nicht sein, weil dafür müsste ja die Kathete 0 sein. Und was soll das für ein Dreieck sein? Übrigens, für den Kosinus gelten genau dieselben Grenzen mit einer ganz analogen Argumentation. Bis zu diesem Kasterl haben wir immer einen Winkel gegeben gehabt und wir haben uns für die entsprechende Winkelfunktion interessiert. Man kann aber den ganzen Spieß auch umdrehen. Sagen wir haben den Sinus von einem Winkel gegeben. Wie groß ist dann dieser Winkel? Naja, schauen wir uns die Sache am Einheitskreis an. Beziehungsweise am Einheitsviertelkreis ist es ja genau genommen. Wir wissen bereits, dass der Sinus von einem Winkel der y-Koordinate von Punkt P entspricht. Wenn ich also irgendeine y-Koordinate gegeben habe, dann ist ja der Punkt P eindeutig bestimmt. Er muss ja auf diesem Viertelkreis drauf liegen. Wenn der Punkt P eindeutig bestimmt ist, ist ja auch der Winkel Alpha eindeutig bestimmt. Zumindest wenn wir uns auf Winkel zwischen 0 und 90 Grad beschränken. Und das machen wir hier auch. Es ist also prinzipiell möglich, von einem Sinuswert von einem Winkel direkt auf diesen Winkel zu schließen. Naja, erinnert nur mal zurück an die Tabellen, da haben wir einen Winkel gehabt und dann haben wir in der Tabelle nachgeschaut, welcher Sinuswert da dazu gehört. Das können wir umgekehrt auch machen. Ich kann dir einfach in derselben Tabelle einen Sinuswert raussuchen und dann schauen, welcher Winkel da dazu gehört. Habe ich gerade von Tabellen gesprochen? Ich meine natürlich, wir geben das in den Taschenrechner an. Für den Kosinus und Tangens ist es ebenfalls möglich. Also wenn ich den Kosinuswert habe, kann ich ebenfalls auf den Winkel rückschließen und beim Tangens ebenfalls so. Wenn du eine genaue Erklärung dazu haben möchtest, kannst du dir gerne das Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis anschauen. Da kommt das ganze Thema mit den Umkehrfunktionen relativ weit unten vor. Ich habe aber zu dem ganzen Arbeitsplatz schon Videos gemacht, auch zu den Umkehrfunktionen. Die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen heißen übrigens Arcus-Funktionen. Also, die Umkehrfunktion vom Sinus ist der Arcus-Sinus, die Umkehrfunktion vom Cosinus ist der Arcus-Cosinus und die Umkehrfunktion vom Tangens, ja, richtig, das ist der Arcus-Tangens. Kleiner Exkurs. Warum Arcus? Arcus ist Latein und heißt so viel wie Bogen. Ich kann ja, um den Winkel Alpha anzugeben, auch theoretisch den Kreisbogen von der x-Achse bis zum Punkt P, ja, angeben. Tatsächlich werden Winkel in der Naturwissenschaft oder in den Naturwissenschaften auch so angegeben. Du kennst es vielleicht als Radiant. Auf jeden Fall. Kennt man den Bogen, kennt man den Winkel. Und vice versa. Die Arcus-Funktionen geben uns ja genau diesen Bogen. Ich meine, Winkel. Exkurs Ende. Oft schreibt man für Arcus Cosinus Arcus, beziehungsweise für Arcus Sinus Arcsin und für Arcus Tangens Arctan. Am Taschenrechner findet man häufig die Schreibweise Sinus hoch minus 1, Cosinus hoch minus 1 und Tangens hoch minus 1. Das hoch minus 1 bedeutet hier aber nicht, dass durch den Sinus, den Cosinus oder durch den Tangens durchdividiert wird, sondern es zeigt eben an, dass es sich um die Umkehrfunktion handelt. Diese Konvention, das gebe ich zu, kann unter Umständen ein bisschen missverständlich sein. Aber meistens ist aus dem Kontext klar, was gemeint ist. Mir gefällt das auch besser, Arcsin zu schreiben. Aber am Taschenrechner verbraucht Sinus hoch minus 1 einfach weniger Platz auf der Taste. Darum schreiben die es wahrscheinlich so. Naja, wie dem auch sei. Angenommen, wir wüssten,
dass der Sinus von Alpha 0,5 ist. Wie groß ist dann Alpha, wenn wir wissen, dass Alpha ein spitzer Winkel ist? Wir rechnen nun die drei verschiedenen Winkel Alpha. Übrigens, den Arcosinus und den Arcoscosinus von 0,5 könnte man sich theoretisch ohne Taschenrechner und rein geometrisch herleiten. Da muss man schon sehr geschickt sein. Für den Arcus Tangens braucht man aber sowieso einen Taschenrechner. Also ist es auch keine Schande, ihn auch für den Arcosinus und den Arcoscosinus zu verwenden. Wie immer gebe ich dir 3 Sekunden Zeit zum Passieren. Wenn ich weiß, dass der Sinus von Alpha 0,5 ist, dann ist Alpha gleich dem Arcosinus von 0,5. Ja, Arcus, weil wir suchen einen Bogen. Wir suchen einen Winkel. Und dieser Winkel, wenn ich das eingebe, ist genau 30 Grad. Wenn ich weiß, dass der Cosinus von Alpha 0,5 ist, dann ist Alpha gleich dem Arcus Cosinus von 0,5. Und das sind genau 60 Grad. Sehr schöne Zahlen eigentlich. Wie schaut es mit dem Tangens aus? Wenn ich weiß, dass der Tangens von Alpha 0,5 ist, dann ist Alpha, also der Winkel Alpha, gleich dem Arcus Tangens von 0,5. Ja, also der Arcus Tangens gibt mir wieder einen Winkel retour. Und wie groß ist dieser Winkel? Naja, 26,565 und so weiter Grad. Naja. Im nächsten Kasserl werden wir dieses Wissen verwenden, um einen konkreten Winkel zu berechnen. Bis dann. Ciao.